Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Heute bereite ich Blumenkohl, aber nicht als so Auflauf oder so gekocht, sondern im Backofen, wie was kann man sagen, überbackene Gemüse. Und so sieht er aus. Und ich habe es in zwei Varianten gemacht. Einmal so normal mit Butter und so und dann einfach nur so mit Olivenöl für mich. Auf vegane Art. Dafür serviere ich Joghurtsoße mit Kräuter, ein bisschen Knoblauch, Pfeffer und Paprika dazu, zu dieser Variante. Und für meine Variante nehme ich einfach eine Mayonnaise, vegane Mayonnaise, was ich zubereitet habe auf den Kichererbsen-Basis. Es ist fast genau das gleiche wie zum Beispiel mit weißen Bohnen. Dafür habe ich auch ein Video. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich es zubereitet, und es wirklich schmeckt sehr lecker. Köstlich. Dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Für dieses leckere Gericht müssen wir erstmal Blumenkohl also aufteilen auf kleine Röschen. Ich teile in zwei Teller, weil einmal möchte ich gerne vegan komplett machen und die andere so normal mit Butter und normale Semmelstreusel. Deswegen teile ich in zwei Teller. Die Röschen am besten aufteilen auf kleinere so Röschen, weil wir werden das nicht vorkochen, sondern gleich in den Backofen reinmachen. Den Stiel schäle ich, wenn es notwendig ist, und dann schneide ich in so eine Scheiben. Und weil es Blumenkohl ist, wirklich so jung und so zart, das kann man alles von innen nehmen. So, und bis dass wir das alles zubereiten, können wir auch schon unseren Backofen zum Vorheizen anmachen auf 200 Grad. So, das haben wir. So werden wir erstmal Marinade für unsere Blumenkohl zubereiten. Ich habe jetzt hier vorbereitet mir etwas von Olivenöl und gebe da so Gewürze. Rote Paprika. Ich teile jetzt auf zwei, weil ich habe für komplette mein 500 Gramm Blumenkohl die Kräuter vorbereitet. Gebe dann nur die Hälfte. Die Hälfte von roter Paprika, die Hälfte von schwarzem Pfeffer, die Hälfte von Salz. Und dann gebe ich noch zwei Knoblauch und presse die durch die Presse. Gut verrühren. Und geben wir erstmal über den ersten Teller drauf. Wenn ihr merkt, dass etwas wenig Öl, ja, das muss schon ein bisschen so, dass jede Stückchen von dem Kohl ein bisschen umhüllt von etwas Fett. Dann könnt ihr mal einfach Schluck aus der Flasche reinmachen. Aber ich glaube, schaut ihr, wenn mal gut umrührt, dann sieht man, dass es genug. Und jetzt gebe ich hier veganer Parmesan oder Käse, keine Ahnung, wie es das richtig ist. So, gebe dazu. Kann man auch ohne. Und ich habe hier, wo ich Falafel gemacht habe, habe ich noch sowas wie was Paniermehl aus Kichererbsen. Gebe ich auch dazu. Und alles so gut wieder umrühren. Und ein Teller ist dann schon fertig. Das Einzige, was ich noch mache, das ist noch ein bisschen von den Thymian, frische Thymianblättchen verteilen. Das mag ich sehr gerne. Und alle Gewürze, liebe Freunde, wie immer nach Geschmack. Und ein bisschen von Muskatnuss. So. Und jetzt machen wir den zweiten Teller. Den zweiten Teller machen wir mit Butter. Geben wir da auch zwei Knoblauchzehen. Die restlichen Gewürze. Mit Gewürzen könnt ihr natürlich selber experimentieren, was ihr gerne möchtet da reinnehmen. Kann gleich Muskatnuss auch dazu geben und den Thymianblättchen. Wieder alles gut verrühren und über den Blumenkohl geben. Wieder erstmal mit der Soße unserer gut verrühren. So, und dann geben wir genau wie bei dem, nur dann ganz normale Käse. Ich habe hier ungefähr jetzt 80 Gramm gerieben von Emmentaler.
und auch etwas von den Semmelmehl. Die Semmelmehl mache ich selber, das ist aus Dinkelbrotchen gemacht, deswegen auch eigentlich alles schön gesund. So, jetzt nehmen wir uns ein Blech. Auf dem Blech habe ich so eine Dauerfolie draufgelegt oder nimmt die Backpapier und geben wir unsere Blumenkohl auf den Blech. Das kann man auch ein bisschen betröppeln mit Öl, das Blech oder Papier. Das ist dann euch überlassen. Das Gute ist daran, dass diese zwei Varianten, ob vegan oder normal, kann man gleich auf einem Blech zubereiten und nicht zweimal sozusagen Auflaufform dreckig machen oder den Backofen getrennt anmachen. Kann man alles schön zusammen machen. So, und jetzt geht unser Blech bei 200 Grad, schaut ihr nach Art eures Ofens. Ich stelle erstmal Ober-Unterhitze und wenn ich möchte gerne, dass die oben ein bisschen so knuspriger werden, kann man auch kurz Grill anmachen oder macht man dann für 5 oder 7 Minuten Umluft an. Auf jeden Fall, die müssen so goldbraun werden. So, meine Lieben, nach 30 Minuten hole ich schon raus. Schaut, wie toll sieht er aus. Käse, richtig natürlich. Käse geschmolzen. Das ist für meinen Mann. Könnte sogar auch 25 Minuten reichen. Ich habe dann letzte 3 Minuten einfach Grill angemacht, dass ich so diese leckere Kruste bekomme. Sehr lecker. Kann man oben drauf noch ein bisschen was Grünes dazu geben. Und dann meine Variante. Natürlich, vegane Käse schmelzt nicht so wie richtige Käse. Oder ich habe noch diese richtige Sorte nicht gefunden. Aber sieht trotzdem auch lecker. Hier an die Seite habe ich mir dazu noch ein paar von Süßkartoffeln aus meinem Garten dazu gelegt. Nur einfach so probieren, auf diese Variante die zu machen. Mal schauen, wie es schmeckt. Da können wir was bisschen Grünes dazu geben. In meinem Fall ein bisschen Schnittlauch. Und dann schon an den Tisch gehen und essen, bis noch alles schön warm ist. So, liebe Freunde, und servieren kann man mit egal welche Soße, ob das Joghurtsoße, Quarksoße. Ich habe jetzt für mich Mayonnaise auf Kichererbsen-Basis und für meinen Mann habe ich Joghurtkräuter mit bisschen Paprika und Pfeffer dazu gegeben, bisschen Knoblauch und dazu werden wir es servieren. Natürlich kann man auch dazu eine Bulette oder Bratwurst. Mein Mann wird dann eine Bratwurst dazu nehmen. Schaut ihr, beide richtig schön durchgegart, ob die Variante oder die Variante. Und ich finde sogar, es ist sehr schön, die Variante so Blumenkohl zu bereiten, weil wir kochen es jetzt nicht im Wasser und dann Wasser schütteln wir meistens immer weg und da schon sind ein paar Vitamine weggespült. So, liebe Freunde, ich würde mich sehr freuen über euren Kommentar, wenn ihr das nachgemacht habt und probiert und wie hat es euch geschmeckt oder ihr habt vielleicht irgendwelche andere Vorschlag, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!